Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Christina. Heute habe ich euch einen Gugelhupf mitgebracht. Und zwar einen Gugelhupf, der mit Quark und mit viel Milch gefertigt wurde. Der Kuchen ist sehr, sehr saftig, also ist nass innen drin und hält sich auch 4-5 Tage mit dieser Feuchtigkeit. Er wird auch etwas trockener, aber nicht sehr trocken. Ihr habt immer diese Nässe im Mund. Obendrauf eine Schicht Puderzucker. Ihr könnt auch Zuckerguss nehmen oder auch Schokolade, wenn ihr mögt. Und wenn es euch interessiert, wie ich diesen Gugelhupf gefertigt habe, bleibt dran und habt Spaß beim Nachmachen.